Jos, der letzte Squad ist jetzt auch Level Up. Mir fehlen die nötigen Materialien für den Squad. Deswegen mache ich mal folgendes. Ich porte alle Squads mal wieder hier in Sicherheit. So. Einen Squad. Welcher ist noch am aggressivsten? Squad 3. Sieht gut aus. Wo bin ich? Da bin ich. Dann heißt das wohl Squad 3. Zieht jetzt mal los. Währenddessen werden die anderen Squads mal wieder aggressiv gemacht. Bal holt natürlich gleich die Arbeiter wieder zurück. So, dann warten wir, bis Squad 3 zurück ist mit den Materialien. Dürfte ja recht schnell gehen, oder? Genau. Kann ich schon mal vereinzelt Sachen in Auftrag geben. Na? Kriegen wir jetzt bald Pilze, die wir umwandeln können? Ja, kriegen wir. Das heißt, du für dich einmal opfern. So, geopfert. Und für den Trupp hier auch noch mal bitte. Bessere Waffen. So, ich habe jetzt 5 ultimative Squads. Mehr oder weniger. Sobald die ihre Waffen abgegradet gekriegt haben. So, jetzt muss ich dieses Gebüsch hier anklicken können. So. Aktiviere den roten Schrein, den blauen Schrein und den gelben Schrein. Ah ja. Ah ja, ist kein Problem. Helden. Warum auch immer hier auf einmal so viele Helden sind. Meine Truppen sind stärker als ihr, Edge. Dann laufen wir halt zu Fuß dahin. Wenn uns jetzt Helden Probleme machen. Oder wir porten jetzt. Ach, wir sind schon alle hier. Ach, sag bloß, ich muss einfach nur mit Baal mich hier hin porten. Gut, dann porte ich mich mal durch die Gegend und aktiviere die 4 Schreine. Okay, das ist, macht das Ganze ein bisschen einfach, fast schon. Doch, gerade dank mir ist es geschafft, Baal. So. Töte alle 3 Wächter. Was? Baal, weg da. Das war jetzt gerade irgendwie fies. Okay, Wächter töten. Kriegen wir auch noch irgendwie hin. Was sind das für Wächter, bitte? Ich habe jetzt alle jetzt... Krollenwächter, so. Das
sind wohl die Wächter der verschiedenen Götterschreine. Also werden wir da oben wahrscheinlich eine Krypta-Wächterin begegnen. Dong, so, du bist tot. Der Wächter ist tot. Als nächstes haben wir hier eine Agrella-Wächterin. Naja. Und das da oben wird garantiert eine Krypta-Wächterin sein. So, töte die drei Wächter, um ihre heiligen Reliquien an dich zu bringen, steht da. Naja, werden wir auch irgendwie hinkriegen. So, das letzte müsste eine Krypta-Wächterin sein, oder? Ja, die sieht böse aus. Nein, nicht nach unten gehen. Life. What's the point anyway? So, Bar, lock sie mal in die Fallen. Und ich kann die Kryptawächterin nicht töten. Au, aber die tötet mich. Okay, irgendwas stimmt mit der Kryptawächterin nicht. Hat sie irgendwas von mir getötet? Nein, gerade zum Glück nicht. Baal. Neue Truppen bitte. Wieso steht er schon wieder? Okay, das ist eine schwierige Mission irgendwie. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Den da zu töten ist nicht schwierig. So, muss ich Baal jetzt noch hier hinstellen? Ja, muss er wohl. Oder verstehe ich was nicht ganz richtig? Der steht immer wieder auf. Life. What's the point anyway? Wenn ich Baal dahin stelle, ist das Symbol weg. Es kann ja nicht sein, dass ich die irgendwie gleichzeitig töten muss, oder? Von Krypta erweckt. Ach so. Lass mich raten, und die Krypta, die heilt, die Krypta wird von der anderen geheilt, oder?
Ja genau, die hat Chrom erweckt. Ihr beide, okay, die ist tot geblieben. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Muss ich die erst von ihrem heiligen Boden runterlotsen? I'm walking. Oder muss ich Chrom getötet halten? Immun gegen Betäubung. Chrom tötet Chrom. Und ich mache hier grundsätzlich was falsch. Au, 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 au. Also ja, ich mache hier wohl grundlegend was falsch. Warum kann ich die Kryptopriesterin nicht verletzen? Oder kaum verletzen? Weil die letzte Wächterin ist tot. Die hier. Oder? Oder lebt die wieder und... Nein, die ist tot. Die von Krypta belebt Chrom die ganze Zeit wieder? Ich kapiere es irgendwie nicht ganz. Klärt mich mal jemand auf. Die hat doch so eine Sphäre um sich rum. Also ich habe einen Fehler gemacht, als ich die andere getötet habe. Jetzt erst wieder töten müssen. Okay, die hat irgendwie einen Zauber auf sich. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. So, wenn ich hier stehen bleibe, belebt sie die dann auch wieder? Warte, jetzt gucke ich mal was. Prügelt mal Chrom tot. Das dürften alle zusammen ja recht schnell hinkriegen. Und Baal schlägt sich mal alleine mit der. Ja, wenn Chrom tot ist, dann ist sie verwundbar. Einfallende Helden, die gehen nach oben, sehr gut, das heißt, sie werden vergiftet. So. Das heißt, solange meine Schergen Chrom tot halten, ist sie verwundbar.
so prügelt mal alle auf sie ein. So, Missionsziel erreicht. How unfortunate. Velvet was so looking forward to making the current Sidrian King pay for all sins past. Then again, this new sovereign apparently had the power to remove the old one, which most certainly means that he is even more evil. Aren't you the least bit concerned about what that kind of thinking says about you if we succeed? Oh, keep your pouty, pointy-toothed lips closed, will you? You're embarrassing yourself. Velvet does the thinking. You concentrate on being cute and spreading the divine light of goodness. Let's save the world, one sinner at a time! Yay, Mission erfüllt. Das war mal mies. Und wir haben zweimal dieselbe, die Krankenversicherung gekriegt. Juhu. Ein Evolutionspunkt. Oh, und wir haben Max Level erreicht. Stufe 13 ist Max Stufe. Sehr toll. Das heißt, wir haben noch eine Mission vor uns. Oh. Das Böse schläft nie. Der Geheimweg zum Thron ist nun frei. Und da scheint sich wie von selbst zu ergeben. Wer die Krone auf dem Kopf hat, wird völlig unwichtig sein. Nicht, wenn die Burg von Baal Abaddon und dem samtenen Rechner gestürmt wird. Ja, okay. Das heißt, das hier ist dann wirklich jetzt die letzte Mission, hä? Aber bevor wir uns um diese Mission kümmern, gibt es erst einmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.